Und weiter geht's mit Total Warhammer 3 mit den Chaos-Zwergen. Astrakov, red mir nicht rein. Ja. Wir haben uns aus der Chaos-Front zurückgezogen. Genau, Astrakov. Ah, stimmt, den hatte ich letztes Mal eigentlich noch geskillt gehabt. Und zwar habe ich dir mitgegeben, ja genau, die diplomatischen Beziehungen. Genau, deswegen bin ich drauf gekommen überhaupt, auf das Thema. Deswegen bin ich überhaupt auf das Thema gekommen letztes Mal, dass wir uns jetzt wahrscheinlich mit dem Chaos besser verstehen. Weil ich habe auch die Beziehung mitgenommen und gedacht, das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee, das alles zu stabilisieren hier. Ich habe gehört, das soll helfen. Rohmaterial. Da ist Bug-Bug. Ich würde Bug-Bug gerne Dresch-Dresch machen, aber ich glaube, der lässt sich nicht Dresch-Dreschen. Die. Aber wenigstens habe ich hier meine Schädel sehen wieder. Die könnte ich mal ein bisschen beschleunigen, dass es alles ein bisschen schneller geht. Hier, zack. Die Ziegenherde. Das stimmt, das habe ich letztes Mal eigentlich auch gemacht in meiner nie gezeigten Aufnahme. Genau, die Geldgruppe und das. Das habe ich eigentlich noch in der Vorrunde gemacht. Naja, egal. Dann beschleunige ich das mal ein bisschen so. Okay. Oh, die Unsterblichen freigeschaltet. Bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, weil das ist verdammt viel Chaos. Ich meine, es ist natürlich schade, da nichts mehr zum Plündern zu haben, wenn so viel los ist. Aber ich muss das einfach nur auf ein anderes Gebiet verlagern, das Plündern. Gibt ja noch eine viel leckerere Plünderziele. Ach, guck mal einer an, wir kriegen ihn ja doch. Ja, Bug-Bug ist es wert, dass wir den mal klatsch-klatsch machen. Yes, yes. Oh, in diesen engen Bereich, da jetzt meine Terrorbebenmörser reinzuböllern. Oh, ja. Yeah. Die sind schon lustig. Ja, sieht so aus, könnte ich Archan da oben nochmal gut abfangen. Je mehr ich ihm Schaden zufüge, desto mehr höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich mal dazu entscheidet, zu sterben. Mit freundlichen Grüßen. Hier, nee, dass er mal Frieden annimmt und so. Das wollte ich sagen. Ein bisschen auseinander, bitte. Gehen Sie auseinander. Achtung, gehen Sie bitte auseinander. Okay, ab geht's. Party. Party mit Bug-Bug. Du beeilst dich mal ein bisschen voranzugehen und da schon mal ein bisschen Schaden anzurichten. Er hat aber leider Rattling-Gunner dabei, so einfach wird's nicht. Noch jetzt könnten ein paar Terrorbeben-Mörser-Batterien hier echte Wunder bewirken. Wahrscheinlich auch diese Feuerzauber. Ich meine, Terrorbebenmörser-Batterie da hinten rein. Probieren wir es einfach mal. Es wird nicht viel an den Helden machen, nehme ich mal an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es weh tut. Für die Artillerie. Wie die ausweichen können. Oh, ui, das war gut. Die sind, oh, das ist einer der Trupps, weil die Katapulte sind mein größtes Problem. Wenn die weg sind, dann sind wir cool. Nichts da, TikTok. Tok Tok Hasch. Nicht so nah ran, bist du wahnsinnig, willst du sterben? Ich glaube, da muss so nah ran, ne? Oh, das ist uncool. Und der Zauber hier, der kostet ja nicht allzu viel. Könnte ich mit dem wenigstens ein bisschen Schaden an den Katapulten anrichten?
Naja. Oh nö. Oh nö. Tolle Katapulte habt ihr da, wirklich. Okay, das sind einfach nur Clanratten. Die canceln sich echt gegenseitig, wenn man sie zusammen aktiviert. Das ist ja Wahnsinn. Nosferatu. Holla, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Der tankt hier gerade alles. Das ist eigentlich nicht so geplant. Er ist eigentlich nicht dafür gebaut. Er ist anders gebaut. Different. Junge, weiche aus, weiche aus. Weiche. Du musst mal ein bisschen weg. Wir haben genug Einheiten, die das erledigen können für uns. Bug kriegt man einen Fluch des Aschut ins Gesicht. Und du hilfst dir mal. Hier passiert gerade ein bisschen viel. Genau, hol dir mal Bug bitte. No. Red Lingana sind so... Boah, machen die einen kranken Schaden. Es war wohl klar, dass Gaven wieder mein Nemesis werden, ey. Es ist aber auch jedes Mal so. Wer denn auch erlaubt, so OP zu sein? Immer. Immer sind die so OP. Okay, Bug ist dead. Nochmal ein Fluch des Aschut, bitte. Ich habe akuten Aschut. Geht der Häuptling noch weg? Ja, so einfach Bug klatschen war es doch nicht. Aber hey, ich konnte wenigstens mein Versprechen erfüllen, dass wir Bug klatschen. Auch wenn das offscreen erfüllt wurde beim letzten Mal. Offscreen versprochen wurde. Oh, sehr schön, den haut's auch weg. Zum Glück ist es nicht Glanzkreier. Sonst hätten wir dann eine Atombombe ins Gesicht bekommen. Aber ganz ehrlich, diese Terrorbebenwasserbatterie ist schon fast so effizient wie eine. Bzw. so effektiv. Wie eine Doom Rocket. Aber auch nur fast. Ich finde, die Doom Rocket hat noch mehr Bums auf einen gewissen Radius. Bei den Terrorbebenwasser ist immer noch ein bisschen Glück dabei, wie die Geschosse gerade landen. Jetzt sind die Moralverluste da. Und da ich im Tunnelwegenetz abgefangen habe, sollte es das gewesen sein für die. Aber ich versuche trotzdem Verluste zu machen. Das ist auch trotzdem, also ich hätte beinahe Astok. Ja, nicht Astok, ich hätte beinahe hier den Kastrierer verloren. Der Kastrierer wäre beinahe einen, ihr wisst schon, was kürzer gemacht worden. Ein Chaos-Zwergenhut natürlich. Komm. Verluste bei den Gegnern, auch wenn die ausgeschaltet sind, sollten trotzdem dafür sorgen, dass wir mehr Arbeitskraft bekommen. Mehr Skaven für die Minen. Yes, yes. So, Bug, jetzt können wir über Frieden reden. Jetzt bist du bestimmt auch bereit, mehr zu zahlen, wo du deinen Kommandanten verloren hast, nicht wahr? Clanfähig. Für mich ist es die Bug-Fraktion.
Oh, das, diese Terrabebenmörser auf die feindliche Artillerie, die hat richtig reingescheppert. Ui. War ein Shepherd's Pie. Ein Verstärken muss ich gar nicht so dringend mehr. Jetzt ist Backbacke ja weg. Arbeitskraft, bitte. So, was haben wir denn? Wer tritt sich fest? So, Backback. Jetzt muss ich bloß kennen. Jetzt ist ja natürlich nirgendwo hier. Ach, da ist was. Darf ich dich gleich so auswählen, bitte? Ja. Oh, der will den Frieden sehr dringend haben. Ui. Das ist ein bisschen Geld. Können wir machen. Jetzt sind wir quitt, würde ich sagen. Dafür, dass du mir meine Siedlung genommen hast. Jetzt habe ich dir Backback genommen. Mal wieder. Und jetzt kannst du wieder Richtung der Front marschieren, die sich höchstwahrscheinlich mit Kolek eröffnen wird. Also, ja, Hinterlande. Sofern nicht wieder Tiermenschen kommen, sollten die auch halbwegs safe sein. Sebelberg war für Artillerie, ne? Okay, ne, Karawanen. Zum Glück habe ich nichts anderes gemacht in der kurzen Zeit, in der ihr nichts gesehen habt. Also jetzt auch keine Höllenschmiede oder Turm. Turm müsste ich jetzt aber was machen können, ne? Jetzt müsste ich Turm machen können. Sehr gut. Was ist mit der Armee Hobgoblins? Ne, komm. Machen wir mal Unterhalt. Reduzieren. Weil wir haben ja schon 5 Mal. Das heißt, da sparen wir auch wieder Geld. Und das könnte genau das sein, dass ich jetzt meine neue Artilleriearmee eröffnen könnte. Das ist eine Filiale. Die sind ziemlich teuer, komm. Besondere Regimente hin oder her. Aber ich würde da jetzt mal ein kleines bisschen umstrukturieren. Heißt, ich werde jetzt einige Eisendämonen mitnehmen für die andere Armee. Und auch einige... Aber diese ganzen Artillerien haben wir dann woanders. Die... Ausbildungsgebäude für die Zwerge, sind die hier dabei? Nicht mal unbedingt. Hä? Wo bilde ich denn die Zwerge aus? Ach, hier habe ich das. Na, gehst mir trotzdem mal hier rüber schon mal. Aber wir können die ganzen Hobgoblins erstmal wieder entfernen. Die waren jetzt für den Notfall vor allem rekrutiert. Die Chaoszwerge können da bleiben. Die Armee hier wird aus Chaoszwergen, ein paar Donnerbüchsen, Schützen und Artillerie bestehen. Bis ich die weiter aufwerte, irgendwann. Und als Artillerie nehmen wir die, die Astragoff hat. Und dafür kriegt Astragoff 5 Mal Kriegsmaschinen, die ja geholt werden. Eigentlich nur 5 Mal Kriegsmaschinen. Vielleicht sogar noch ein paar Mal. Obwohl, die passen eigentlich erstmal soweit. Ja, also auf jeden Fall, das hier würde ich auch noch gerne mal umändern. Der kann von mir jetzt die ganzen Chaoszwergenkrieger haben dann. Und Artillerie. So, der Herr Gottesmörder. Bevor ich die Quest... Ich wollte jetzt eigentlich die Questschlacht machen, aber das ist schon mal zu verlockend. Jetzt bitte nicht 20 Kilometer... Warum müssen die immer 20.000 Kilometer hier rumlaufen? So, okay, so geht's aber. Entscheidender Sieg. Nehme ich mal dankend mit. Keine Sorge, wir kommen doch dazu, die Armee hier in der Praxis richtig schön zu sehen. Aber erstmal wäre ich gerne vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Ne, ich käme nicht in mein Territorium zurück. Vorsichtig bleiben. Könnte immer noch gefährlich sein hier. Das war jetzt keine Schlacht, die jetzt... wirklich gefährlich war. Dunkles Opfer. Höllenhammer wird... Kosten minus 6. Und minus 9 für verbessert. Okay. Du könntest ein Höllenhämmerer werden. Ich sehe es schon. Oh mein Astrogosh. Strandhafter Verteidiger. Klingt gut. Ist das immer nur... lokal und benachbart. Ja.
Da habe ich sogar eine verbesserte Terrorbeben-Mörser-Batterie. Ich glaube, die könnt mir helfen, sollte ich hier überfallen werden. Ich glaube schon, dass die mir helfen könnte. So, hier können wir auch nochmal weiter leveln. Tür ran. Jetzt ein letztes Mal noch Da Boys besser machen. Und dann wird das, hoffe ich. Was mit dir? Handelsauf, das hatten wir noch nicht. Nein, jetzt nice. Krieg mal nochmal Geld. Chaos. Ich wurde nicht angegriffen. Das freut mich wirklich zu hören. Ich hatte zwischenzeitlich wirklich ein bisschen die Sorge. Jetzt sind hier nochmal Tiermenschen unterwegs. Guadel. Jetzt ist hier echt eine Kriegshydra noch mit in der Zukunft. Es wird immer weirder, die Armee. Ich glaube, Astrogoff könnte einfach noch ein paar von diesen Stierzentauren gebrauchen. Ich meine, 5-mal Kriegsmaschinen mitzunehmen. Oder sagen wir mal 6-mal Kriegsmaschinen. Und dann noch weitere 4-mal Stierzentauren. Ob das mit der Waffenproduktion noch hinhaut? Das könnte eigentlich noch hinhauen. Dumm Faumansi! Eisendämon. Terrorbebenmörser. Ja, jetzt haben wir dann eben einen Terrorbebenmörser, der noch einen Eisendämon mit dran hat. Da hat angeblich weniger Munition, aber ich glaube, das zählt eher für den Eisendämon, ne? Ja, das hat ja diesen. Das ist lustig. Wir sehen die Stats vom Eisendämon, aber nicht von dem Terrorbebenmörser. Aber es müsste eigentlich schon hinhauen. 700. Wenn ich da jetzt 3 Stück von mitnehme. Vielleicht mache ich nicht 3. Sondern 2, die können ja auch reichen, für Astrogoff würde ich mal sagen. 2 Terrorbebenmörser. Dann so 4-mal Eisendämonen noch mit dabei. Und der Rest noch die Kavallerie. Gut, wir können genauso gut sagen, wir nehmen nur Terrorbebenmörser mit ihm mit, aber das wird ein bisschen teuer. Erstmal nur einen. Erstmal nur einen. Die verbrauchen sogar doppelt Kapazität. Okay, dann wirklich nur einen. Dann haben wir gar keine große Wahl. So. Du gehst mit da runter, du rekrutierst ja hier, du hältst ja einfach mal ein bisschen Ausschau. Ein bisschen brauche ich noch, um mich zu erholen. Dann könnten wir heute eventuell noch die Questschlacht machen. Außer die kommen nochmal her. Außer sie zwingen meine Hand zum Zuschlagen. Die Leute vom Chaos. Natürlich. Es tut mir leid, Sie müssen verstehen. Archaon ist wirklich in meine Faust gelaufen. Oh Gott. Jetzt kommt. Jetzt von überall wieder. Und natürlich wieder Tiermenschen dabei. Wenn schon die Sackgänge kommen, dann müssen sie alle zusammen auftauchen. Ja, du musst erstmal zur Schneesturmspitze, da müssen wir aufpassen. Du könntest noch mal hier ein bisschen stabiler werden. Wäre eine echt stabile Angelegenheit. So, Höllenschmiede. Ich hätte gerne noch ein paar Kriegsmaschinen. Und dementsprechend noch ein paar Eisendämonen. Das sind jetzt 5. Das wäre genau die Artillerie hier ausgetauscht.
Ah, noch einen mehr. Ja, noch einen mehr, würde ich sagen. Awamrag. Und später werden, ganz langsam werden die, die Eisendämonen durch Eisendämonen-Terrorbebenmörser ausgetauscht. Ganz langsam. Könnte ich das jetzt... Ich könnte... Das zieht zwei Limit, aber wenn es eins vor Ende ist, dann zieht es nur eins. Interessant. Ah ja, langsam wird's, langsam werden die dann ersetzt, aber erstmal kommt ein Terrorbebenmörser mit der Rest Eisendämonen und die werden dann langsam ersetzt, dass er dann wirklich sechs Terrorbebenmörser drin hat. Arschteuer, aber arschlustig. Zumindest für uns, für den Gegner nicht wirklich. Da unten ist dann das soweit. Dann müsste ich noch ein paar kleine Pferdchen holen. Und dann, ja, ich weiß nicht, die Artillerie. Die Bogenschützen kommen ja dann weg. Dafür kann. Für die zwei Bogenschützen könnte der schon mal so Sonderbüchsen mitnehmen. Die normalen Zweikenkrieger können dann eigentlich auch raus. Dann macht er vier Stück von denen einfach mit. Meine Armeeplanung im Kopf ist bereits im Gange. Hm. Ja, die Rohmaterialien verringern, die verbraucht werden, ist auch gut. Können wir immer mal gebrauchen. Dann halte ich mich noch ein bisschen frei für Optionen in Zukunft. Ja, je nachdem, was das Chaos macht, machen wir jetzt in der Runde die Questschlacht oder nicht. Wenn sie näher rankommen, muss ich Chaos vertreiben. Wenn sie wieder gehen, dann mache ich Questschlacht. Die Wahl liegt bei euch, nicht bei mir. Jetzt bleiben sie einfach stehen, wo sie waren. Das wäre echt gemein. Ich habe mir dann gesagt, was, wenn sie näher rankommen oder wieder gehen. Wenn das einfach an der Stelle stehen bleibt, habe ich ein Problem. Dann muss ich noch eine Runde warten. Das werden sie aber nicht machen. Nee. Ah, die Tiermenschen sind halt auch noch da. Natürlich ist er am Plündern. Natürlich. Oh, kommt, ey. Reicht es nicht, dass ich mir an einer Front auf den Seil. Ich hack dich zusammen. Ich hack dich. Hau ab! Ich kann keine Tiermenschen mehr sehen. Pisst euch! Aber ich pisst euch nicht so weit, ich möchte euch hauen. Weg! Richtig weggetreten hier einfach nur. Wenn du mir jetzt die Schneesturmspitze angreifst, ich schwöre, ich lass deinen Sack platzen. Und das ist nicht als Metapher gemeint. Die Chaoszwerge haben da gewisse passende Werkzeuge in ihren Schmieden. Gehen wir wieder hierher. Aber ich glaube, der beste Ausgangspunkt, um da dann anzugreifen, wäre von hier oben. Also, ich könnte eigentlich zu Schwarzfang rein, ihn den Krieg erklären und dann gleich einnehmen. Und dann können wir bestimmt gleich Frieden schließen, nicht wahr? Es geht mir nur um dieses eine Ding, ja? Wie lange bräuchte es eigentlich noch, bis ich euch Krieg erklären konnte? Okay, interessant. Ich könnte sofort. Also das heißt, ich kann beim nächsten Mal dann mit Tunnel runter und drüber. Und dann kann ich mir das Ding nehmen. Aber ich habe immer noch Zeit. Außer ich habe die Grollankündigung nicht mitbekommen. Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, für dich ist hier besseres Plündern auch wichtig. So, nochmal verbessern bitte. Rüstung Nahkampfabwehr. Rohmaterialien für Gold. Wir haben eigentlich einen ganz guten Rohmaterialien. Ganz gutes Einkommen da, ne? Wir könnten da eigentlich mal schön Gold boosten. Zumindest einmal. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, eh nicht so viel, was ich gerade bauen will.
Außer wir machen mal kurz dieses Zwerge hier, dieses Zwergengebäude. Dann könnte ich nämlich gleich hier auch die Zwerge ausbilden und müsste dann nicht. Obwohl, das will ich ja mit Astragorf machen. Ja, ich glaube, dann wird es dann doch heute nichts mit der Questschlacht. Bleibt euch bei den Tiermenschen. Mit dem Chaos da drüben hätte ich vielleicht trotzdem gemacht, aber so. Boah. Ja. Komm, dann mach mal einmal ein Gebäude für Geld. Kostet mich jetzt dann zwar Rohmaterialien, aber die kommen jetzt dann auch wieder rein, dank der Tatsache, dass wir jetzt die großen Schädelseen angenommen haben. Was sagt übrigens das Gebiet? Oh, wir haben sehr gut Arbeit. Okay, dann können wir das mal ein bisschen pushen. Auch wenn wir da gerade nicht viel... Da kommt echt gerade nicht viel rum bei. Zeit für Todeskreise reduzieren. Pass nach Osten. Holt mir mal Geld. Oh nein, jetzt habe ich einen Pass nach Osten. Na gut, egal. Bisschen Konklaven-Einfluss, nochmal Geld. Hier beim Pass nach Osten kann ich jetzt ziemlich gut Arbeiter erstmal wieder machen. Die Todeskreise. Das hat mir echt gut Geld gespart. Dann hier nochmal für mehr Geld einkommen. Wunderbar. Das wird gleich nochmal geboostet. Hier den Spaß beschleunigen wir auch gleich mal. Dann können wir das hier weiter verbessern. Obwohl, ich wollte hier erstmal weiter verbessern wieder. Für mehr Rohmaterial. Und dann gleich noch hier. Das sind doch ganz gute Ausgangslagen. Beim Turm wird es noch ein bisschen dauern. Was kriegen wir eigentlich beim Turm, wenn das hier vollständig ist? Globale Rekrutierungsdauer. Nice. Also einmal dürft ihr gerne noch hier mal bei mir eine große Schlacht machen. Ich hoffe, da kommt noch mal groß was. Na gut, ganz ehrlich, ich kann ja hier oben noch weiter plündern gegen Archaon, solange bis jetzt die Zwergenbedrohung kommt. Sobald die Zwergenbedrohung kommt, aber im Idealfall sollte ich bis dahin die einzige Front dort haben. Das heißt, mit Kolex sollte ich mich bis dahin wieder versöhnt haben und alles andere. Und sobald dann der große Zwergengroll angerollt. Och komm, jetzt läuft der da aber durch die ganzen Länder durch. Der will den Verschlingerfels holen, nicht wahr? Ich sehe doch genau, wie gierig du den anschaust. Aber guck mal, wer da hinkommt in dieser Runde. Jetzt wird das hier einfach die Schneesturmspitze. Pass auf. Das könnte er halt wirklich einfach machen. Och Mann. Genau deswegen bräuchte ich hier noch eine zweite Armee. Könntest du? Ne, ich bin nicht Rekrutierungsstellung. Bin nicht in Rekrutierungsstimmung. Tut mir leid. Das Problem ist, das Defensivgebäude bringt bei den Minengebäuden eh nichts. Wenn dann eine große Armee kommt, ist das so oder so Geschichte. Die Einheiten nutzen wir nicht. Ja, machen wir das mit Verbreitung von der Säule. Ah, das kostet mich aber verdammt viel gerade. Das würde ich erstmal sparen noch. Ich müsste dann zum Rekrutieren von diesen Viechern dann nochmal kurz rüber. Okay, wie geht's weiter? Sieh, ich sehe. Ah, okay, interessant, dass der... das gefällt mir eigentlich ganz gut. Er ist eigentlich nur auf der Durchreise, um sich auf den Krieg gegen Kolek vorzubereiten, aber das ist eigentlich genau die zweite Armee, die ich gerade gebrauchen kann. Ich werde wahrscheinlich trotzdem die Schneesturmspitze verlieren, nicht wahr? Sagt es mir doch einfach. Ich hab mich schon damit abgefunden. Es ist halt wirklich. Du. Ich dachte, dass er da so schnell rankommt. Und natürlich ist es gebraucht. Oh Mann, ey.
Okay, so schnell mache ich keinen Frieden mit dem Chaos. Ich muss jetzt noch ein kleines bisschen meine Aggression loslassen hier. Ich komme nicht ran, oder? Doch, ich komme ran, aber... Komme ich ran, oder? Nein! Aber hier habe ich eigentlich genug verteilt. Ja, ich hab hier gut genug verteidigt, dass Leute das nicht einnehmen können. Da kommt auch gar nicht durch so leicht. Keine Einsprüche. So. Läuft, läuft, läuft. Das war also wirklich mit Ankündigung geplündert. Jetzt können wir noch ein bisschen den Speed buffen. Und Angriffsbonus, der könnte auch was bringen. Maximal Bonus 30% mehr, das ist echt übel für Gorbos. Die haben ja schon wirklich Skaven-Geschwindigkeit. Und Skaven sind flink. Ah, jetzt machst du auch beim Krieg mit, ja? Ach, wir waren im Krieg, du bist jetzt Frieden. Ja gut, okay. Das Geld nehme ich gerne. Ich hätte eigentlich noch mehr rausquetschen können, ne? Können, ne? Genau. Ich meine, wenn ich darüber nachdenke, zumindest nur mit Archaon im Krieg zu bleiben, dauerhaft, um ihn als Arbeiterquelle zu nutzen, ist schon nicht die allerschlechteste Idee. Dann muss ich halt bloß die Armeen dafür haben. Aber dann hätte ich eine schöne Arbeiterversorgung. Junge, ich krieg dich. Vergiss es. Und du wirst jetzt richtig zerquetscht, einfach nur wie so ein Insekt. Und zwar so. Das gehört jetzt auch zu den Schlachten, die wir nicht unbedingt schlagen müssen, weil das ist jetzt einfach ein Stomp. Aber ein verdienter Stomp. Hier mal das Geld. Dann... darf ich nochmal kurz zurück? Nee, was hatte ich hier? Das war ein Außenposten, ne? Nee, es war eine Fabrik. Ich meine, ich kann doch eh umwandeln, ne? Dann wandle ich dann erstmal um. So, eigentlich muss ich gegen Kolek jetzt dann gleich in den Krieg ziehen, aber irgendwie, ich muss jetzt warten, bis meine andere Armee oben ist, um da zu helfen, weil wenn da sich jemand vorbeischleicht, ich komme da nicht ran. So, dich gibt's auch noch, wunderbar. Raserei ist eine schöne Sache. Aber mach erstmal Kampftraining hoch. Höllenschmiede. Haben wir genug Waffen? Ja, wir haben immer noch genug Waffen. Dafür machen wir jetzt welche mit 200 Waffen noch durchgängig. Die paar Anti-Infanterie, die sind so ganz besonders, wenn ich unbedingt Infanterie schreddern will. Die anderen sind einfach allgemein sehr gut zu gebrauchen. Haben wir nochmal 4 Stück mehr, zusammen mit den 6 Kriegsmaschinen. Und dann nochmal 4 Stück mehr. Ja, genau, das ist genau die Aufteilung hier. Dann müsstest du mir jetzt einfach noch 2 Donnerbüchsenschützen holen. Die du dir rein theoretisch hier sogar leisten könntest. Und dann hätten wir eigentlich so einen Grundsatz, mit dem wir arbeiten können. Du
müsstest dir dann aber trotzdem noch Einheiten holen. Vor allem noch ein paar Fernkämpfer oder so. 3, 4, 5. Muss jetzt ein bisschen mit dem Tausch mitdenken, die ganze Zeit gedanklich. So, hier können wir mal wieder Produktion erhöhen. Die Karawane ist wieder da. Ich habe kein Geld. Einen Moment, da gibt es auch was von Ratiofarben. So. Gib mal Knete ran. Und so schnell haben wir wieder Geld. Karawane. Hier unten ist ja jetzt wenigstens... Ja stimmt, hier unten ist Ruhe. Und wir haben eigentlich genug Waffen, ne? Na komm, tauschen wir mal Waffen gegen Arbeiter. Ich weiß nicht, ob die Rate jetzt eine sehr gute ist. Aber machen wir einfach mal. Weil Waffen haben wir eigentlich ganz gut gerade. Das läuft. Ich weiß nicht, ob die Rate jetzt eine gute ist, aber... So, was sagt die Zeit? Oh ja, ich glaube, die Runde neigt sich dem Ende zu. Hatten wir? Ich glaube, wir hatten gar keine richtige Schlacht diese Runde. Also doch, wir haben mit Bug-Bug bekämpft. Wir haben Bug-Bug bekämpft. Das ist ja schon mal okay. Mit dem Chaos gibt es auch nochmal ein schönes Gebäsche. Ich sehe es schon kommen. Ihr könnt euch ja mal bei Verschlingerfels hinstellen. Da seid ihr so ein bisschen die Rückabsicherung. Astragoth bleibt so ein bisschen hier in Bereitschaft. Sobald die nächste Armee hier kommt, kann die Astragoth hier unterstützen. Dann geht ihr hoch und schaut, dass ihr euch um Kolek kümmert. Ich schicke die... Weil es ist so sehr respektiere ich Kolek. Ich schicke meine Goblins gegen Kolek. Weil ihr auch denkt, du wirst mich doch verarschen. Solange bis er von diesen Feuerpfeilen so penetriert wird, dass ich einfach denke, what the fuck is going on here? Genau so läuft's. Oh, ich könnte meinen Karawanen-Dude auch mal aufleveln. Das machen wir die Folge noch. Sehe ich ihn aktiv sogar? Da ist Kolek. Da ist er. Korndog, genau. Mach mir nicht Hunger. Kapazität. Verschleiß verringern können wir auch mal. Dragon Beseki! Zum Faumansi! Ich tag Achtal Wanturas! Okay. 3, 4. Ich glaube, das war ja richtig, ne? 1, 2, 3, 4 und dann da 5, 6. Ja, das passt. Das heißt, die restlichen 4 Slots, die noch übrig sind, fülle ich dann mit nochmal Donnerbüchsenschützen oder sowas. Irgendwas, was gut Aua machen soll. Oh, die Forschungen hier sind fertig. Nice. Einkommen durch Ausrauben, Rekrutierung. Oh, und da können wir nochmal globale Rekrutierungsdauer reduzieren. Ich glaube, das ist schon wirklich nicht schlecht, das zu machen. Einkommen durch Überfälle und die ganzen Einkommen zu verbessern, wird auch wichtig. Wir werden viel dadurch einnehmen. Da, dort alles gut. Okay, scheint zu laufen. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich hier fürs Zusehen. Das lief jetzt soweit dann doch ganz gut. Gebiet. Wir haben immer noch nichts Gebiet hier unten, aber wir haben zumindest das Hinterland wieder gesäubert. Bug-Bug eine nochmal mitgegeben, eine Bug-Bug-Pfeife mitgegeben. Aber bis die Zwerge kommen, wird nicht mehr so viel. Oder habe ich 100? Ich weiß gar nicht, was ich die eingestellt hatte. Die 100 oder was? Wenn es 100 bis 110 waren, müsste die Ankündigung jeden Augenblick kommen. Kann aber sein, dass ich 150 eingestellt habe. Das weiß ich nicht mehr. Aber dafür die Schwierigkeit hochgestellt habe.
So oder so habe ich jetzt keine großartigen expansionären Ziele mehr. Ich würde jetzt wirklich so bleiben, wie es aktuell ist. Schauen, dass ich das ausgebaut bekomme. Schauen, dass ich meine Armeen erhöht bekomme und die Ausbaustufen erhöhe. Und dass ich vielleicht von Chaos noch ein bisschen einsacke einfach nur. Und dann warte ich mal ein bisschen ab. Wenn die Zwerge noch ein bisschen brauchen, könnte ich noch das Chaos ein bisschen weiter hier aussaugen da oben. Und dann als eine mögliche Expansion weiter gen Süden, wahrscheinlich wirklich gen Osten. Auch gleich, um gleich einen Sicherheitspuffer zu schaffen gegen die Zwerge, die auftauchen werden. Dass sie nicht gleich bei mir vor der Hauptstadtgebiet stehen. Das wäre ein bisschen uncool. Und die Orks da drüben sind eh welche, mit denen ich langfristig mich wahrscheinlich nicht verstehen kann. Alles klar, soweit der Plan gesetzt und ja, Aufnahme läuft noch sehr schön. Nicht, dass ich nochmal wiederholen muss, die letzten 20 Minuten. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye.